Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu Dark Souls 3. Ich begrüße Sie. Was ich weniger begrüße, ist gerade, naja, wenn wir an die letzte Folge zurückdenken, wo waren wir da? Nicht hier. Also ich muss sagen, es ist Dienstagabend. Ich dachte mir so, oh, ist zwar schon ein bisschen spät, gerade den neuen Digimon-Film, jedenfalls den ersten Teil davon geguckt. Und dann dachte ich mir, wie wär's mit Dark Souls? Wir könnten noch ein bisschen Dark Souls aufnehmen, so eine Stunde oder so. Das wäre sicher gut für Leib und Seele. Und was da? Ich finde mich hier wieder, was wir eigentlich schon passiert haben. So, die Frage ist, wo habe ich dich besiegt? Hier ist gut. Also wir müssen wohl ein kleines Stückchen nochmal neu spielen. Aber so ist manchmal halt Dark Souls. Manchmal muss man halt einfach Sachen neu machen. Ob das jetzt ein Fehler von meiner Seite war oder vom Spiel aus, ist ja gerade irrelevant. Wir müssen es neu machen. Nicht wahr, mein Kleiner? Ach, jetzt fängt das hier schon wieder an. Nein, nein. Nein. Wir könnten Blut gebrauchen, sehe ich gerade. So, jetzt will hier durchschlagen. Aber wir greifen mal vor. Und wir hauen jetzt auch einfach mal Blut rein, weil wir haben echt genügend. Quasi theoretisch genügend. Na klar, trifft uns das diesmal komplett. Nochmal. Dabei habe ich sogar auch noch extra Ausweichrolle gemacht. So, hier sind wir angeblich gestorben, aber hier haben wir die Folge auch nicht beendet. Wenn ich mich nicht irre, haben wir doch die... Oder bin ich da doch einmal gestorben? Also, ich habe mir die letzte Folge nochmal angeguckt, um reinzuschicken. Jo, wo waren wir? Zwar, ich glaube hier, aber ich habe gesehen, dass wir die Tanten noch besiegt hatten. Ist nur die Frage, bin ich... davor noch einmal gestorben, als ich wiederkam, oder? Also es würde keinen Sinn machen, dass ich dann trotzdem hier lande. Ich gucke erstmal, ob ich ganz sneaky an denen vorbeikomme. Vielleicht wollen die ja diesmal nichts von mir. Ja, vielleicht war es doch nicht so eine gute Idee. Tja, Clawstrop. Okay, das ist nicht schön. Ich habe für einen Moment nichts mehr gehört. Ich dachte schon, mein Headset verabschiedet sich, weil das ist in naher Zukunft gar nicht mehr so, unwahrscheinlich, dass mein Headset den Abgang macht. Richtig blöder Kabelbruch. Das kriegt ein bisschen Damage. Ja, jetzt hör auf mit deiner ich wehre alles ab und drehe mich sogar noch Richtung Gegner, beziehungsweise mehr Gegner. Ja, da habe ich kurz meine Verteidigung fallen lassen. Ärgerlich. Aber nichtsdestotrotz ist das eigentlich kein richtiger Gegner. Ja, die Moves sind ein bisschen wie vom Gargoyle. Weil das war ein eindeutiger Gargoyle-Move. Warte, oder sind nicht... Ich würde sagen, alles bis ich blocke was mit meinem... meinen Flügel ab und dieser Flügelschlag an sich selber... ist es eigentlich schon fast 1:1. Die Angriffsart. Ah, scheiße, ich dachte, ich krieg den noch. So, adieu. Ja, jetzt sind wir hier. Das macht es alles nicht besser. Die Frage ist, was ist, wenn wir die einfach sein lassen, das zu tun, was sie sind, ne? Also, vorn voran, wir heilen uns erstmal. Klimper, klimper. Und dann beschwören wir uns den einen oder anderen
Sunbro. Lucky konnte nicht beschwören werden. Happy Killamar Phantom konnte nicht beschwören werden. Ah, Sanguinem. Okay, was ist los? Ist doch jetzt eine Beschwörung durchgekommen. Man weiß ja nie bei Dark Souls. Das ist schon seit Dark Souls 1 ein gewisser Kampf. Wahrscheinlich sogar aus Demon Souls. Würde mich nicht wundern, warum es da fehlerfrei funktioniert haben sollte. Ah, sagen wir nicht fehlerfrei. Das hört sich irgendwie doof an. Sagen wir problemlos. Echt die große Frage. Passiert jetzt noch was? Scheinbar nicht, okay. Durchbruch wird benötigt. Waffe voraus. Ja, dann gucken wir doch mal einfach. Ganz alleine. Irgendwas wird hier passieren. Jom, der Riese. Jetzt schon. Schlamm, das finde ich nicht so nice. Ah, es geht, es geht. Oh Gott. Da konnte ich gerade so noch blocken, würde ich mal behaupten. Okay, wir könnten gefühlt, glaube ich, hier ewig draufhauen. Das ist echt die Frage, wie machen wir das? Also, die Säulen sind schon mal kaputt machbar. Ich hätte eine Idee. Dafür müssen wir aber einiges aushalten. Vielleicht können wir, je nach was das für Säulen sind, die alle zum Einsturz bringen. Und mit ein bisschen Fantasie wäre es doch möglich, wenn hier Sachen zu Bruch gehen und eine Decke zum Beispiel auch einstürzen würde. Zwei Säulen, drei Säulen noch. Also sein Angriffsmuster ist sehr, sehr langsam. Ich glaube auch nicht, dass... Ich bin mir unsicher, ob er wirklich so viel Schaden machen würde. Komm, die letzte. Vielleicht passiert dann was. Vielleicht habe ich mich auch geirrt. Oder? Steht hier noch irgend... Ja, nee. Ich konnte irgendwie gerade was anderes angreifen, glaube ich. Ja, ich kann verschiedene Körperteile von ihm angreifen. Wie wär's noch mit seinem... Oh, das... Ich will mal seinen Arm angreifen. Ob das irgendwie was bringt. Ah, der ist echt ein Wonnebrocken. Ansonsten, irgendwann wirst du sicher umfallen. Was gibt's denn hier noch, was man nutzen könnte? Ich habe da hinten ein Item gesehen. Sturmherrscher. Ist die Frage, was hat es mit dieser Waffe auf sich? Hat es was mit dieser Waffe auf sich? Wir müssen den irgendwie wieder weglocken. Okay, das funktioniert soweit. Können wir hier gerade nicht. Ich würde mir gerne diesen Sturmbrecher mal angucken. Bin mir aber nicht sicher, ob er mich lässt. Vielleicht ist es nämlich die Lösung. Können wir rollen? Nein. Das ist ziemlich gefährlich. Will ich mal kurz anmerken. Versuch's trotzdem nochmal. Sturmbrecher, was sieht danach aus, was wir bekommen haben? Sturmbrecher ist... Okay, bis zu Small Summer sind wir jetzt durch. Um,
Okay, ich sehe nichts, was es sein könnte. Oh, wie machen wir dich denn jetzt? Dein Schrei schleudert uns nur. Ist vielleicht... Ich weiß nicht. Wie machen wir dir Schaden? So, Knock-off. So, noch da ein paar Schläge. Ich habe noch keine Ahnung. Vielleicht ist es ja ein bisschen so, dass wir ihm bis zu einem gewissen Punkt Schaden machen müssen. Und dann passiert irgendetwas. Vielleicht sollte ich mir mal auch die Benachrichtigung hier angucken. Möge die Flamme dich leiten. Na, wunderbar. Zeit für Ritual. Okay. Das war schmerzhaft. Was machen wir denn da jetzt? Sah da gerade was. Aber ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Glitch war. Oder relevant. Oh, das war fehlerhaft von mir. So, komm. Noch einmal ausweichen, wird doch drin sein. Gewesen zu sein. Es sah aus wie ein Art Durchgang. Würde ich spontan behaupten. Aber jetzt mal ernsthaft, wie machen wir denn jetzt? Schaden ist ihm egal. Es kann gut sein, dass wir vielleicht alle Flammen davor gelöscht haben mussten. Vielleicht wäre sowas möglich. Vorbereitung für den Bosskampf wäre vielleicht das Unüblichste in Dark Souls. Was machen wir denn jetzt? Ich kann ja nicht ewig gegen ihn kämpfen, also kann ich theoretisch schon. Ist hier irgendetwas, das mir verborgen blieb? Allgemein bist du nicht sehr schwer. Also im Gewicht wahrscheinlich schon, aber... Okay, er holt mich ein. Keine Chance. Ne, da verliert auch kein Leben mehr. Ah doch, minimal noch. Also, genauso minimal wie davor auch, aber ich dachte für einen kurzen Moment, sein Balken würde sich halt nur bewegen. Ne, das kann, ist egal, der hat irgendwie wie... A pain in the ass bist du. Ich will gucken, ob ich flüchten kann. Irgendwie wie eine Regie bräuchte ich jetzt mal. Bitte nachgucken, wie kriegt der mal Damage? Ich werde mich erstmal rausporten. Egal wohin, einfach bohren. Okay, nicht geklappt. Und damit wir es auch lebend machen. Oh Gott. Er wird gerade schlimmer, meiner Meinung nach. Ich will doch nur ein Homebound nutzen. Das wollte ich nicht. Wieso bist du verrutscht jetzt? Wird nix. Irgendwie wird es gerade nix. Unsere Heimreise. Müssen wir sterben? Ja, nicht direkt, ne?
Ja, komm, was hätte ich machen sollen? Jorn der Riese. Also, was wir jetzt aber auf jeden Fall versuchen werden, wir werden da nochmal lang gehen. Und dann werden wir gucken, dass wir die Flammen mal auspusten. Ich hoffe, das wird gehen. Ach nee, das heißt ja, wir dürfen wie. Warte mal, was? Ein Shortcut? Indirekt. Das ist mir so davor gar nicht aufgefallen. Ah, jetzt geht die Flammenscheiße schon wieder los. Eigentlich hatte ich ja mal Schild ab. Und kriegen wir erstmal einen Hit ab. Die Flamme wird uns leiten am Arsch. Oh Gott, it's a real pain in the ass. So, wir holen uns kurz das Item da hinten. Rostige Münze. Oh, sie kommen auf mich zu. Das ist doch schon mal interessant. Ah, wisst ihr was? Keine halten Sachen. Boah, das wäre so lustig, wenn ich da jetzt runtergefallen wäre. Sie kommen auf mich zu mit einer rasanten Geschwindigkeit. Na komm. Überraschung. Einfach drauf. Einfach drauf, sagt man, ne? So läuft es hier. Können wir backsteppen? Aber sie. Und du machst jetzt einen gewuppten Abflug. Okay, jetzt die große Frage. Was machen wir mit... Oh, ist ja noch nicht alles weg. Da fehlt ja noch eine gute Dame. Und dein Blut möge die Tapete verzieren. Okay. So, was machen wir jetzt mit dir? Irgendwas hat doch diese Flammen zu bedeuten. Oder müssen wir die quasi erstmal alle killen und dann hauen wir dem aufs Maul? Wir werden es wohl jetzt erfahren. Oder jetzt so langsam. Also, so Zeit. Zeit für Zeit, ne? Das gefällt mir überhaupt nicht. So. Beide habe ich sogar getriggert. Das wird ein Tänzchen. Ist eigentlich nicht machbar. Wir nehmen kurz die Runaway-Taktik. Rostige Münze, yay. Die habe ich mir quasi schon immer gewünscht. So, die Runaway-Taktik hat gerade Erfolg geerntet und gesät. Reihenfolge andersrum. Wie die da hängt. So, jetzt der zweite Akt meines Runaway-Plans. Nämlich, dass wir nur einen von denen triggern. Das scheint uns gerade ganz gut gelungen zu sein. Kommst du nicht raus? Scheinbar ja. Nö, du bist zu dick. Du wurdest so designt, dass du nicht rauskommst. Ja, dann gehen wir mal zu deiner Ecke. Machen es wie eben, ja? Ja, aber du musst schon hier bleiben quasi. Ups, da habe ich vielleicht das falsche Manöverchen gemacht. Also am Rücken ist es wirklich am verwundbarsten. Ach, du bist doch ein Arsch. Du spielst nicht nach Regeln. Nur nach den Dark Souls-Regeln. Die sind nicht tragbar. Oder eher tragbar? Ich weiß es nicht. Das ist jetzt die Frage. Machen wir die Ollen jetzt zuerst?
Frage ist ja eigentlich, warum nicht? Deswegen eigentlich nicht, ne? Wir könnten eigentlich drauf. Wartet. Jetzt müssten wir die eigentlich in der good shape haben. Oh, da sind wir natürlich voll ins Feuer geraten. Warte, laufen die mit Hackenschuhen? So, euer Licht ist auch vergangen. Scheinbare Wand voraus, du lügst doch eh, Arschloch. Ich vertraue euch nie wieder. Ja, dann machen wir die Olle jetzt. Und dann deren Freund, ne? So, dich sollten wir so machen können. Das stört uns ja niemand. Ich habe vergessen, wie der Sprungangriff geht. So, und jetzt brauchen wir unser Dickerchen. Da ist eine Truhe, wahrscheinlich eine Mimik. Na, so ganz Sperrtyp. Dass du hier bist, stört mich. Gerade gewaltig. Jetzt macht er nämlich einen Feuerangriff, ich sehe nichts. Das macht es quasi alles nur besser. Ich muss rollen. 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 Und rollen. Closed call. Okay, du bist gerade verwundbar. Nehmen wir. So, was sagt man dazu jetzt? Anspruch, dass du verwundbar gerade bist? Egal. Du bist down. Und hast was gedroppt. Was hast du? Gargoyle-Flammenspeer. Ich guck nur kurz, ob hier. Okay. Ob er erst sagt. Alles wunderbar. Alles balletti. So, jetzt müssen wir gucken, wie wir die alle jetzt kriegen. Weil sie uns eh keine Möglichkeit zum Backstep geben werden. Wäre was zum Schmeißen. Ganz, ganz toll. Wie zum Beispiel Brandbomben. Nicht, dass es für irgendwie wirklich einen Effekt auf die Scheinen hat. Wir hätten uns eigentlich immer einen aufbewahren sollen für einen Pull. Das wollte ich nicht. Very nice. Das war klar. Okay, kurz Deckung. Ich komme gerade echt nicht dazu, irgendeine Scheiße zu machen. Davor lief es besser. Ich hasse ja solche Gegner, die einfach so ankommen. Ja, hier, Messer, du bist jetzt gefickt. Das sollte man echt auch für andere Angelegenheiten nutzen. Behalten, vorenthalten. Mimik. Beides Mimiks. Nice. Vorsicht, du. Wenn ich dann auch noch gegen beide gleichzeitig antreten darf. Hier sehe ich es ehrlich gesagt gar nicht. Aber warum es dramatisch macht? Okay, es scheint keine Mimik zu sein. Eine Glut hat sich ja gerade gelohnt. Bin mir ehrlich gesagt will ich die Mimics gerade nicht holen.
Weil ich glaube nicht, dass in Namimik etwas Questrelevantes ist. Also, Questrelevantes. Gute Frage, nächste Frage. Ich würde mal sagen, da wir eh gerade langsam Richtung Cut gehen, machen wir jetzt erstmal einen Cut.